Ja, Grazi, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich unsere Firma mit einem guten Partner wie einer DarkoSurf hier in einem Webinar präsentieren kann. Wie Grazi schon sagte, wir stehen für alle Fragen selbstverständlich zur Verfügung. Danach natürlich auch für gemeinsame Gespräche, die ruhig auch etwas tiefer gehen können. Ich bin bei Ixia jetzt gute oder knappe 2 Jahre. Herr Grase sagt schon Regional Sales Manager. Wir haben uns aufgestellt nach Verticals. Es gibt diverse Vertriebsbeauftragte, die spezielle Branchen betreuen. Aber da komme ich gleich ein bisschen zu. Die Partnerschaft mit der DarkoSurf reicht jetzt auch schon mittlerweile einige Wochen, wenn nicht sogar schon Monate zurück. Ersten gemeinsamen Erfolge. Das heißt, erste gemeinsame zufriedene Kunden haben wir bereits, so dass ich mich freue über diesen ersten Ansatz oder ersten Ansätze hinaus einmal das Gesamtportfolio einer Ixia zur Präsentation zu geben, was durchaus spannend ist. Im Endeffekt geht es um drei große Bereiche: Test, Visibility und Security. Ich möchte Sie auch gar nicht mit den Folien großartig langweilen. Das Wichtigste, was eine Ixia, egal in welchem Bereich, sich auf die Fahne geschrieben hat, ist: You cannot secure what you cannot see. Ein Leitspruch, der uns einige Zeit schon begleitet. Und im Bereich des Themas, dass man, ich sage mal, mittlerweile alles virtualisiert hat, angefangen zuerst natürlich von den Servern über jetzige Storage-Systeme, wir fangen gerade an, Netzwerke zu visualisieren, ist es natürlich extrem wichtig zu sehen, wo sind meine Daten, wie geht es meinen Daten, wer hat Zugriff auf meine Daten, etc. Und insofern haben wir uns also komplett dem Sichtbarmachen von Infrastrukturen in großen wie auch im kleinen Umfeld entsprechend auf die Fahne geschrieben. Ganz kurz zu unserer Firma, die, die Sie kennen, wahrscheinlich wirklich angefangen aus dem Testumfeld. Nichtsdestotrotz, wir sind eine amerikanische Firma und Thema Wachstum ist natürlich immer sehr, sehr stark im Vordergrund. Weshalb Ixia und gegründet wurden wir 1997, irgendwann mal gesagt hat, wenn wir schon Daten, ich sage es mal ganz, ganz banal, generieren, um Netze zu testen, dann können wir natürlich auch im Endeffekt mit diesem Wissen quasi die Daten oben abschöpfen und zu analysieren, wie gut sind die Netze, wie performant sind die Netze, wie sicher sind die Netze. Das heißt, Ixia hat hier in den letzten Jahren einige Akquisitionen getrieben, von Catapult über Verivave bis hin zu Anway, von denen kommen unsere Packet Broker, Breaking Point, unsere Sicherheitssoftware und auch die Firma NetOptics, die hauptsächlich bekannt ist durch die ganzen Tabs. Was das im Einzelnen ist und wie die Produkte kombinierbar sind, wo sie einsetzbar sind, da kommen wir gleich zu. Eine Kernaussage ist, Ixia macht erstmal nichts alleine, weshalb ich mich also, wie gesagt, freue, hier auch mit einer Firma DarkoSurf zusammenzuarbeiten. Ixia macht ein komplettes Channel-Modell. Das heißt, sämtliche Anfragen, die auch an uns direkt gestellt werden, werden über Partner abgewickelt. Wir haben in dieser sogenannten Central Region, in der wir uns auch bewegen oder in der ich mich auch als VB bewege, mittlerweile über 20 Angestellte. Wir sind grob die Hälfte im Vertrieb und grob die Hälfte in der technischen Abteilung tätig, das heißt in Pre-Sales oder Post-Sales-Einheiten, sodass dieses Team mittlerweile ganz schön gewachsen ist. Früher war es so, dass Ixia ja mehr oder weniger zwei Firmen beinhaltete, die Testfirma und die Visibility-Firma. Das ist seit Anfang des Jahres zusammengelegt, sodass also die gesamte Verantwortung über alle Produkte und Produktpalette mittlerweile bei jedem einzelnen, wir nennen es ASM, Regional Sales Manager, liegt. Das heißt, wenn Sie Fragen haben zum Thema Test, können Sie gerne auf mich zukommen, Fragen in Bezug auf Visibility ebenfalls und natürlich auch, was Security anbelangt. Mittlerweile sind wir gut 1700, 1800 Mitarbeiter weltweit, also auch keine ganz so kleine Firma. Und eins wichtig hier ist, dass wir von diesen 1700 Mitarbeitern gut 600 in Rumänien haben. Dort sind wir ein sehr anerkannter und auch schon langjähriger Arbeitgeber. Dort sitzt auch ein komplettes R&D-Team. Das heißt, Entwicklung und Support machen wir hier quasi aus Europa heraus, was uns natürlich sehr freut, dass also auch lange Wege, umständliche Wege mit Amerika, verschiedene Zeitzonen gar nicht erst auffallen, sondern halt hier in der Zeitzone abgedeckt werden. Worum geht es uns eigentlich im Einzelnen?
Ich habe mal hier so vier verschiedene Schreckensszenarien aufgeführt. Ja. Nehmen wir diesen GPEG, wo im Endeffekt die Klimaanlage übernommen wurde. Diese Angestellten-Datei, die gehackt wurde mit 4 Millionen Datensätzen. Das ist diese amerikanische Zentraldatenbank gewesen, wo alle öffentlichen Angestellten enthalten waren. Einer von drei Krankenblättern gehackt. Das heißt, das Thema Security, das Thema Sichtbarkeit, das Thema, wie decke ich mein Netz ab, ist natürlich in aller Munde. Ganz rechts ein heißes Thema, ja, wenn man schon, ich sag mal, eine Klimaanlage in einem Jeep übernehmen kann, warum nicht auch, ich sag mal, ein mit NFC funkender oder mit WLAN angetriebener Herzschrittmacher. Also es betrifft einen jeden mehr oder weniger stark. Hier einfach mal ganz grob dargestellt, was sind eigentlich so die Kernthemen. Jetzt kann man natürlich ins Detail gehen und sagen, okay, Banken interessiert es jetzt vielleicht nicht so, ob eine Klimaanlage funktioniert oder nicht. Dort sind zum Beispiel Compliance-Themen. Das heißt, wie gehen Mitarbeiter mit Datensätzen innerhalb einer Bank um oder Krankenkassen. Das heißt, jeder Kunde hat natürlich da einen anderen Ansatz. Aber ganz grob geht es natürlich darauf oder läuft es darauf hinaus, Netze sichtbar zu machen, Netze sicher zu machen und natürlich auch das komplette Reporting mittels dieser Technologie darzustellen, damit entsprechende Compliance-Themen dargestellt werden können. Ich habe es gesagt, wir haben uns durch den Zusammenschluss in drei Abteilungen oder in drei Produktlinien aufgeteilt. AX-Test, alles was Test ist. AX-Secure, alles was Sicherheitslösungen sind. Und AX-Visibility, alles was Visibility-Solutions anbelangt, also unsere Packet-Broker und Tabs an der Stelle. Gehen wir ein kleines bisschen über die einzelnen Bereiche drüber. In diesem vorliegenden Folie sehen Sie sehr schön, wo XIA im Bereich Test eine Rolle spielt. Ganz grob, XIA ist wie gesagt seit 97 am Markt. Wir haben Netzwerkemulatoren, wir haben Testszenarien für kabelgebundene, aber auch kabellose Netze. Sie sehen ganz rechts, wir können alles testen, was im Bereich der Carrier ist. Das heißt, alles, was eine Vodafone oder Telekom anbelangt, wir können die Mobilfunknetze testen, wir können die Datennetze der Telcos entsprechend testen. Und das auf verschiedene Ansätze hinaus. Ich sage mal ganz pragmatisch, ein großes Pharmaunternehmen mit 20.000 SAP-Usern übernimmt ein anderes großes Pharmaunternehmen mit 20.000 SAP-Usern. Und jetzt ist der Netzwerkmanager von seinem Chef gefragt worden, hör mal, schaffen wir morgen denn überhaupt mit unserem Netz 40.000 User? Weil bisher waren wir ja nur 20. Und da kann man natürlich dann zum Beispiel sehr schön hingehen und mit unseren Paketgeneratoren ganz beiläufig einfach mal das SAP-Protokoll einstellen, die Userzahl auf 40.000 hochschrauben und das Netzwerk so testen, als würden 40.000 User gerade konkurrent im Netzwerk arbeiten. Ich kann ganz dediziert gucken, ob ich oder wie sich mein Datenverhalten gegenüber Storageboxen verhält, wie sich mein Datenverhalten oder mein Netzwerkverhalten im Bereich der klassischen Datacenter-Anwendungen verhält. Ich kann Wi-Fi testen. Ich kann im Endeffekt all das testen, was notwendig ist, um einen reibungslosen Betrieb meiner Applikation im späteren sicherzustellen. Das heißt, XIA ist hier mit Sicherheit aufgefordert, bei allen großen Carriern, NEMS, nehmen Sie eine Alcatel-Lucent, nehmen Sie eine Palo Alto, nehmen Sie eine Juniper, also alle, die irgendwo im Bereich der Firewalls, im Bereich der Network Equipment Manufacturer eine Rolle spielen, für die einzelnen Testszenarien Produkte zur Verfügung zu stellen. Als Arista vor einigen Jahren rauskam mit ihren 25 Gig Protokollen bzw. 25 Gig Datendurchsatz und jetzigen 50 Gig, waren die natürlich auch gefordert, wie beweise ich jetzt eigentlich meiner Kundschaft, dass wirklich, ich sag mal, 25 Gigabit anliegen. Und da haben wir mit Arista zusammen eine entsprechende Technologie, Hardware, Software und Test-Environment erfunden oder entwickelt, damit die einerseits ihre neuen Technologien vorab testen konnten, auf der anderen Seite aber auch nachhinein ihren Kunden zeigen konnten, jawohl, der Datendurchsatz, den wir in unseren White Papers haben, ist entsprechend richtig und kann geprüft werden. Das blaue Kästchen unten ist die Netzwerk-Visibility-Geschichte, die natürlich auch für das, ich sag mal, Reporting der ganzen Daten durchaus eine große Rolle spielt. Da kommen wir dann gleich im Einzelnen noch zu. Ganz grob, uns ist kein Szenario bekannt, wo wir nicht mehr unseres Test-Equipments helfen können. Egal ob kabelgebunden oder kabellos. Was können wir da testen? Was ich sagte, im Bereich der Mobilfunker, alles was irgendwo im Bereich 2G, 3G, 4G, demnächst 5G ist.
Wir können testen den guten als auch den schlechten Traffic. Wir haben mittels unserer Firma Breaking Point oder unserem Produkt Breaking Point eine Möglichkeit, Firewalls ganz dediziert zu testen. Warum macht man das? Es werden dauernd neue Releases eingespielt, es werden dauernd neue Updates eingespielt, es werden neue Funktionen implementiert. Und viele Kunden haben ja nun, ich sage mal, ein Test-Environment, wo eine Firewall separat läuft. Gegen diese Firewall kann ich ganz konkret testen. Das heißt, ich schicke Bedrohungsszenarien in eine Firewall rein und sehe auch den Leistungszeitpunkt, wo eine Firewall anfängt einzubrechen, beziehungsweise wo sie anfängt, ich sag mal, vielleicht abzuschalten, weil sie einen Overload hat. Das heißt, diese ganzen Szenarien können wir mit unseren Produkten im Guten wie im Schlechten entsprechend emulieren, testen und natürlich auch unseren Kunden damit die Gewissheit geben, dass Netze gut ausgelegt sind von der Kapazität her oder dass Sicherheitsszenarien entsprechend ebenfalls ich sag mal, positiv aufgestellt sind, weil Bedrohungsszenarien dort einer Firewall nichts anhaben können. Wie sehen die Produkte aus? Wir gehen natürlich, ich sag mal, einen Weg, der verschiedene Bereiche beinhaltet. Wenn man die großen Carrier nimmt, Telekommunikationsunternehmen, Service Provider, die haben schon eigene Labors, wo, ich sag mal, von morgens bis abends getestet wird, um Applikationen entsprechend zu harden, wo, ich sag mal, diese ganzen Testszenarien aufgrund von Firmware-Updates, denken Sie daran, Sie haben eine große Installed Base und ich sag mal, bei 500 Wireless Access Points gibt es eine neue Firmware, das muss getestet werden. Das heißt, die haben wirklich die Maschinen in ihren Labors und testen von morgens bis abends. Eine weitere Möglichkeit ist, was ich rechts geschrieben habe, wir können natürlich auch diese ganze Test-Hardware in eine VM gießen, also in eine virtuelle Maschine. Wenn ein Kunde, ich sage mal, nur ein geringes Bedürfnis hat, entsprechende Produkte zu testen, vielleicht nur zwei, dreimal im Jahr oder er ist gerade dabei, eine Produkteinführung zu haben oder ein Produkt-Rollout zu haben, wo er sagt, naja, der ist in einem halben Jahr abgeschlossen, ich brauche keine komplette Hardware, sondern ich möchte im Endeffekt ein Szenario jetzt mal testen, dann wird quasi diese Hardware-Funktion in Software gegossen, dem Kunden für ein Jahr, das ist die Subscription, zur Verfügung gestellt. Wenn gesagt wird, immer, auch das ist mir zu langfristig, zu teuer oder ich möchte gar keine Skills aufbauen, dann haben wir natürlich die Möglichkeit zu sagen, dass wir diese, ich sag mal, Produkte auch als Dienstleistung ausrollen. Das heißt, alle unsere Partner sind in der Lage, ein Angebot zu machen, wo unsere Professional Services Abteilung eine Rolle spielt. Das heißt, dort werden Ingenieure von uns mit der entsprechenden Hardware bei Ihnen aufschlagen. Warum ist das relevant? Zum Beispiel, wenn Sie, ich sag mal, in Ihrem Netzwerk, in Ihrem Core-Netzwerk wollen Sie sich neue Switche bestellen und Sie machen eine Ausschreibung, haben vier Anbieter, Cisco, Juniper, Extreme Networks, wen auch immer. Und jetzt wollen Sie im Endeffekt gucken, wer von den Vieren oder wie viel auch immer hält denn jetzt, was er auf den entsprechenden White Papers hat. Dann ist es zum Beispiel ein schönes Szenario, dass wir mit Professional Services ein Vendor Selection herbeiführen. Dann haben Sie sich vielleicht irgendwann für einen entschieden, der, ich sag mal, Ihre Bedürfnisse am besten abdeckt. Und wir sind dann in der Lage, nach Erfolg der Installation, Lieferung, Installation, Konfiguration zum Beispiel, auch mit dem gleichen Testszenario eine Abnahmeprozedur zu machen, damit Sie im Endeffekt für dieses Szenario auch eine komplette Dokumentation haben. Also alles, was wir im Testumfeld haben, ist in verschiedener Weise nutzbar und auch für Sie, ich sag mal, vom Großen bis hin zum Kleinen durchaus ja, den Bedürfnissen angepasst. Ein weiteres Produkt, was viele von Ihnen wahrscheinlich schon gehört haben, ist Hawkeye. Hawkeye ist im Endeffekt ein automatisiertes Warntest-Szenario. Das Produkt ist umbenannt worden. Es hieß früher iXSHARIT Pro. Und iXSHARIT ist halt etwas, was XR übernommen hat vor einigen Jahren. iXSHARIT, die Software gibt es nach wie vor, ist im Endeffekt ein 1:1-Test. Ich sage einmal, Sie wollen gucken, ob das Handy eines Mitarbeiters erreichbar ist. Dann kommt ein iXSHARIT-Client auf das Handy und Sie können einen entsprechenden Test starten, welche Protokolle dahinter auch immer. Hawkeye ist im Endeffekt die automatisierte Variante. Nehmen Sie Firmen, die, ich sag mal, in der ganzen Welt Werke haben oder Niederlassungen haben, die einfach testen wollen, ich müsste jetzt, weiß ich nicht, heute Nachmittag mit New York eine WebEx machen und ich möchte mal gucken, wie gut ist jetzt der Datendurchsatz im Bereich Bild, im Bereich Ton. Dann könnte ich jetzt, ich sag mal, von Frankfurt nach New York mittels Hawkeye einen Test schicken und möchte sagen, so,
ich möchte alle 5 Minuten ein Bild und eine Voice-Datei übermitteln. Das wird dann automatisiert über dieses Tool gemacht, um zu sehen, wie gut ist meine Warnstrecke. Viele Kunden, gerade im Bereich Financial Services, setzen das Produkt zum Beispiel ein mit einem Raspberry Pi als Endpunkt, um zu gucken, ob Kontoauszugsdrucker, ob Bankautomaten etc. Online sind. Ja, weil viele werden direkt betrieben, viele werden über einen Dienstleister betrieben für die Bank und dort ist sehr schön zu sehen, habe ich mein Netzwerk im Griff, sind alle ansprechbar. Das Besondere an Hocker ist halt, dass ich nicht einfach nur einen Ping mache, also nicht einfach nur sehe, ob etwas, ob eine Strecke offen ist oder, sondern dass ich hier ganz dediziert mit Protokollen experimentieren kann und auf den Strecken, wo zum Beispiel, ich sag mal, Bild übertragen wird, auch wirklich Bild hinterlegen kann. Das heißt, ein Bild wird über diese Warnstrecke geschickt und ich sehe ganz genau, was sind die Latenzzeiten, was sind die Wege, ist die Leitung entsprechend ab, funktioniert sie den Vorgaben entsprechend. Im Endeffekt ein sehr, sehr schönes Tool, um mit Ihren Lieferanten Möglichkeiten zu besprechen, wie ich KPIs oder SLAs am besten einhalten kann. Dafür eignet sich dann eine Software bzw. eine Hard-Software-Kombination mit Hawkeye ganz hervorragend. Alle Endpunkte laufen überall. Das heißt, ich habe einen Windows-Endpunkt, ich habe Mac-Endpunkte, ich habe Linux-Endpunkte, ich habe Hardware-Endpunkte. Im Endeffekt nichts, was ich nicht über Hawkeye entsprechend abdecken kann. Kommen wir zu dem, wo X ja gerade in den letzten Jahren, ich sag mal, von sich reden gemacht hat. Wir haben unsere Packet-Broker. Einfach mal dargestellt, wir verstehen uns quasi als die Steckdose. Ja, das heißt, wenn Sie Probes haben von, weiß nicht, FireEye, Fortinet oder Riverbed, die müssen im Netzwerk irgendwo integriert werden. Und wir verstehen uns da quasi als Mittler zwischen den Probes auf der rechten Seite und dem Rechenzentrum auf der linken Seite. Das heißt, wir wissen ganz genau, an welchem Port welches Tool anliegt und entsprechend, wie es bedient wird. Das Thema hier ist, dass im Endeffekt alles online ist. Das heißt, wir müssen alle Daten immer und jederzeit sicher zur Verfügung stellen. Bringt im Endeffekt auf den Punkt, dass man sagen kann, Xtia brings the right data at the right time to the right tool. Ich zeichne nichts auf. Ich kann also nicht forensisch hingehen und sagen, ich gucke mal einen Tag später, was gestern gelaufen sind, sondern alle Daten müssen immer und überall vorhanden sein. Wie geht das? Im Endeffekt habe ich die Möglichkeit, Sie sehen hier unten das Thema Tab. Ich kann Daten zu einem Packet-Broker bringen oder zum Tool bringen, wie hier dargestellt. Was passiert, wenn ich die Daten 1:1 einfach nur aus dem Netzwerk zum Tool bringe? Ich habe ein 10 Gigabit Netzwerk und habe ein 1 Gigabit Tool. Können Sie sich vorstellen, dass im Endeffekt die Ausbeute der Daten nicht wirklich Sinn macht. Ja, das Tool wird absolut überlaufen sein. Im Endeffekt kann ich mit den Daten nichts anfangen. Ich brauche also eine gewisse Intelligenz. Diese Intelligenz kommt im Endeffekt mit unseren Packet-Brokern. Das heißt, allein schon out of the box, ohne großartig in die Details zu gehen, kann ich hier mit Filtern arbeiten. Ich habe Daten, die aus dem Netzwerk kommen und ich habe meine Tools auf der anderen Seite. Dazwischen kann ich Filter setzen. Diese Filter können zum Beispiel heißen, ich interessiere mich jetzt nur für alles, was Sicherheit ist. Ich interessiere mich nur für irgendwas, was, wie hier dargestellt, auf dem Port 25 an Traffic gerade läuft. Und insofern baue ich einen Filter, sodass diese 10 Gigabit Daten, die anliegen, absolut runtergerechnet werden, weil mich ja nur ein kleines Stückchen von diesen Daten interessiert. Das ist jetzt rudimentär, alles auf Layer 2 bis 4. Macht mein Tool etwas effizienter und ich kann eventuell Tools besser auslassen, beziehungsweise ich skaliere entsprechend besser. Wenn ich in den Bereich reingehe, Advanced Visibility, dann habe ich schon wesentlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, wenn ich 20 Testleiter in meinem Rechenzentrum habe, das heißt, ich habe 20 Tabs, Ziel, 20 Leiten zu meinem Tool, habe ich natürlich die Daten auch 20 in meinem Rechenzentrum vorliegen. Was mache ich? Ich kann schon mal deduplizieren, damit ich mich auf das eine Paket entsprechend konzentrieren kann. Ich kann Trimming darstellen. Ich kann ein Masking darstellen, zum Beispiel bei Kreditkartendaten, die durchs Netzwerk laufen, maskiere ich einfach, ich sage mal, die letzten 4 Ziffern einer Kreditkarte. Bei Stripping kann ich entsprechend hingehen und sagen, im Voice-over-IP-Protokoll schmeiße ich den kompletten Anteil Voice raus, sodass ein Fremdanbieter durchaus Voice-over-IP reparieren kann, ohne direkt die Daten vom Vorstandsvorsitzenden mitzuschneiden.
Konzentriert sich also rein dann auf das IP-Paket. Insofern habe ich hier eine wesentlich bessere Auslastung meiner Tools, aber auch eine wesentlich intelligentere Zuführung der Daten zu meinen Tools, weil ich einfach nur noch die Daten dorthin schicke, wo sie entsprechend benötigt werden. Das heißt, ich habe eine wesentlich höhere Effizienz im Einsatz meiner Tools, die dort entsprechend anliegen. Die obere Geschichte ist natürlich jetzt, ich sage mal, die sogenannte intelligente Visibilität. Das heißt, ich kann hier Netflow-Daten generieren, weiterschicken. Ich kann Metadaten aufnehmen, weiterschicken. Ich bin in der Lage, eine Deep Packet Inspection zu machen, zu sehen, welche Applikationen laufen denn gerade in meinem Netzwerk. Zeigt mir alle WhatsApp-Anwendungen, zeigt mir alle Datenpakete, die ich gerade mit, ich sag mal, Chile oder Mexiko austausche. Das heißt, eine riesige Möglichkeit, Daten zu filtern und ganz gezielt den Tools zur Verfügung zu stellen, die mit diesen Daten arbeiten wollen. Ich kann Daten blockieren, das heißt, gib alle Daten weiter, außer die aus China. Ich kann sagen, gib nur die Daten aus China weiter, alles andere blockieren. Also eine Reihe von verschiedenen Filtermethoden setzen. Dadurch, dass XJAR weiß, in diesem Bereich der ganzen App- und Geobrokering-Daten, welche Applikationen wie aussehen, können wir sagen, schick alles, was ich sag mal im Bereich Netflix ist, an ein Tool, was monitort, wie gerade, ich sag mal, bei großen Film- oder Fernsehanstalten, was da entsprechend an ich sag mal, Traffic im Bereich Video läuft. Ich kann alles im Endeffekt analysieren, bis runter auf Betriebssystem, bis runter auf Gerätetypen. Könnte also sagen, zeigt mir alle Game of Thrones User im Vodafone-Netz auf einem iPhone 6 mit 64 GB, was auch noch weiß ist, wie viel gucken da gerade die Folge 13. Also eine breite Fülle, eine breite Masse an Möglichkeiten, die ich mit dieser Geschichte abdecken kann. Das sind dann, ich sag mal, die intelligentesten Geschichten, die wir dort anbieten können. Um eine Maschine entsprechend zu konfigurieren, können wir, wie hier dargestellt, auf der linken Seite den harten Weg gehen. Das heißt, Sie setzen sich an eine Konsole, programmieren. Und dadurch, dass man diese Tools bzw. auch unsere Packet-Broker nicht jeden Tag einsetzt, ist es natürlich müßig, wenn ich einmal im Jahr dran muss oder alle halbe Jahr oder einmal im Quartal, dass ich immer wieder das Handbuch zu Rate ziehen muss. Wie geht das nun mal? Was habe ich denn neulich gemacht? Oder ich bin Urlaubsvertretung, habe gar keine Ahnung, muss mich einarbeiten. Was XJAR sich ausgedacht hat, ist im Endeffekt eine GUI, eine Oberfläche der Bedienung, die uns komplett von dem Wettbewerber in diesem Fall unterscheidet. Es ist sehr einfach, mit XJAR zu arbeiten, auch wenn man mal ein paar Wochen pausiert hat. In diesem Tool dargestellt ist eine Oberfläche von einem Packet Broker. Welche wir da haben, zeige ich gleich. Sie sehen die linke Seite, oben mit dem blauen, runden Tool-Symbol. Das ist die Netzwerkseite. Das heißt, das sind zum Beispiel alle Ports, die in also einem Packet Broker die Daten aus dem Netzwerk aufnehmen. Auf der rechten Seite sehen Sie alle Tools, oben mit dem HP-Tool zum Beispiel, wo die Daten hinlaufen. So, und jetzt können Sie wunderbar mit der Maus einfach eine Linie ziehen vom Netzwerk Port 1 auf Tool Port 5 und haben in der Mitte kommt ein automatisches Buch, das nennt sich Filter. Und dort können Sie entsprechend das, was ich auf der Vorseite präsentiert habe, die verschiedenen Filtermethoden einsetzen. Das heißt, gehen alle Daten durch, gehen nur ein Teil der Daten durch, geht nur ein IP-Strang durch, gehen nur die Daten aus China durch. Das heißt, dort wird im Endeffekt über Point-and-Click ganz einfach der Filter eingestellt, der für einen Port gilt. Was Sie auch sehen, ist, die Daten können jetzt nicht nur einmal benutzt werden, sondern ich kann auch verschiedene Filter damit bestücken und diese verschiedenen Filter wiederum verschiedene Tools. Das heißt, aus einer Maschine heraus generiere ich genau den Bedarf an Daten, der entsprechend Ihren Bedürfnissen an Ihren Tools eine Rolle spielt. Um an die Daten zu kommen, ich habe das Wort TAP fallen lassen, TAP steht für Test Access Point. Viele Kunden benutzen gerne den Spanport, der in Switchen drin steckt. Wir raten grundsätzlich davon ab, aus mehreren Gründen. Erstens, kein Hersteller garantiert bei einer gewissen Last, die in einem Switch ist, dass an diesem Spanport wirklich alle Daten
rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Und wenn Sie ein Sicherheitstool, ein Inline-Tool anschließen an so einen Packet Broker und Sie sehen nicht alle Daten, weil die vorher schon, ich sag mal, gedroppt werden oder durch ECC schon gar nicht mehr am Spainboard anliegen, sehen Sie halt nicht alles. Das heißt, vertane Zeit, vertanes Geld, weil Sie können nicht reporten, welche Daten wirklich anlagen, wenn eine Autokorrektur schon, ich sag mal, in einem Switch funktioniert. Darüber hinaus, viele Firmen dürfen es nicht machen, weil allein so ein Port nicht managebar ist. Ja? Wenn ich eine neue Maschine kriege, durch welche Servicemaßnahmen auch immer, muss ich alles komplett neu definieren, komplett neu aufsetzen. Und im Zweifelsfall habe ich vielleicht nur 1, 2, 3 Switch in meinem Rechenzentrum stehen und dann habe ich auch nur 1, 2, 3 Ports. Und das reicht vielleicht nicht, um meine ganzen Tools dort irgendwo anzuschließen. Das heißt, ich bin immer wieder, wenn ich Spanports benutze, irgendwo dabei, Alternativen zu suchen und Kompromisse einzugehen. Und genau das habe ich mit einer Tap-Technologie nicht. Das heißt, ich baue meine Taps zwischen die Leitungen und habe komplett eine Visibility-Infrastruktur, die ich nutzen kann, egal welche Komponenten in meinem Netzwerk eine Rolle spielen. Ich kann die Switche tauschen, ich kann die Router tauschen, ich kann was auch immer tauschen, es beeinflusst meine Visibility-Infrastruktur nicht. Und da haben wir halt verschiedene Möglichkeiten. Wir haben Slim-Tabs, also einfache kleine Tabs, die irgendwo im Raum stehen. Wir haben Zero-Delay-Tabs, Tabs, wo also im Endeffekt die Daten ohne Zeitverlust weitergeleitet werden. Ganz oben rechts, diese sogenannten Flex-Tabs, ist an für sich unser Standardprodukt. Das heißt, man hat in einem ganz normalen Rack 19 Zoll Einschub, wie oben links dargestellt, einfach nur Aluminium, kein Strom, kein gar nichts und dort kommen die Flex-Tabs rein. Diese Flex-Steps gibt es für alle Geschwindigkeiten, das heißt für 1, 10, neuerdings auch 25, 40, 100 Gig und die ersten 400 Gig sind ebenfalls in Amerika bereits im Einsatz bei Kunden. Wir haben Short-Range-Module, wir haben Long-Range-Module, wir haben Single-Mode-Module, Multi-Mode-Module und klassischerweise eine Split-Rate, die da heißt 50-50 bis 90-10. Das heißt, zusammen mit unseren Ingenieuren wird dann definiert, wie viel Licht geht quasi von der Originalleitung durch diese Weiche auf die Testleitung drauf, ja, ist immer in Abhängigkeit zu sehen, wo stehen die Tools, wie sind die Entfernungen, gibt es gewisse Faustregeln, wo wir jedem Kunden behelfen, entsprechend die richtigen Tabs zu finden. Bis zu 24 Stück passen in so ein Chassis rein, sind alle passiv, ja, es ist ja nichts anderes als im Endeffekt ein Prisma, ein Lichtausleitung in so einem Tab und insofern nicht nur wartungsarm, sondern wartungsfrei. Unten rechts auf der Folie dargestellt etwas, was relativ neu ist. Unser Projekt CloudLens. Unter CloudLens haben wir zwei Produkte. Das eine Produkt ist das sogenannte VTAP. Das heißt, alles, was in virtuellen Umgebungen ist oder virtualisierten Umgebungen ist, also unter welchem Hypervisor auch immer, VMware, KVM oder Hyper-V, kann entsprechend dargestellt werden. Das heißt, hier werden entsprechende Netzwerkweichen wirklich als virtuelle Maschinen mit installiert in den Hypervisor eingebracht. Und ich bin in der Lage, dann den sogenannten East-West-Traffic über entsprechende Netzwerkkarten auszuführen und diese Daten dann ebenfalls über meine Packet Broker, mein Tool zur Verfügung zu stellen. Das heißt, ich sehe auf einmal ganz genau, warum in einer virtuellen Maschine, ich sage mal, die Datenbank gerade langsam ist oder der Exchange-Server steht oder was auch immer im Endeffekt die Möglichkeiten sind, dort ja, Fehlerursache oder Fehlerbereinigung zu betreiben. Ganz neu das Thema CloudTap. Immer mehr Kunden lagern ihre Daten in der Cloud, in die Cloud. Und hier haben wir für zwei Anbieter, das eine ist Microsoft Azure und dann natürlich die Amazon Web Services, AWS, die Möglichkeit ebenfalls einen Tab in die Cloud zu bringen, sodass es vollkommen egal ist, wo Sie als Kunden Ihre Daten haben, im eigenen Rechenzentrum, in einer virtualisierten Umgebung oder halt in der Cloud. Alles ist auf einmal transparent und sichtbar. Warum ist ein Cloud-Tab unbedingt erforderlich bzw. wünschenswert? Weil ich vielleicht, ich sag mal, mit Microsoft oder Amazon SLAs abgeschlossen habe, wo Daten liegen dürfen, bezüglich Datensicherheit, wie Daten zur Verfügung gestellt werden in Bezug auf Geschwindigkeit. Und das kann ich alles mittels dieser Cloud-Tab-Technologie entsprechend auslesen, sodass ich also meine Daten, egal wo sie im Netzwerk sind, ich immer sehe, was extrem wichtig ist und natürlich auch gleichzeitig noch meine Anbieter entsprechend überwachen kann, halten sie auch alle ihre SLAs oder KPIs an der Stelle ein. Hier etwas, ich sag mal, übersichtlicher dargestellt. Ja, Sie haben auf der linken Seite die entsprechenden Hypervisor.
VMware, Microsoft und KVM. Sie haben auf der rechten Seite die beiden angesprochenen Anbieter für Cloud-Technologie, also Microsoft Azure und Amazon. Und diese Daten werden nun in der Mitte mit ihren entsprechenden Tools bestückt, sodass Sie genau im Scope haben, welche Daten sind wo, wie verhalten sie sich, wie kann ich sie analysieren, wie kann ich sie sehen. Also auch hier ist immer eine unterbrechungsfreie und wirklich plattformübergreifende, firmenübergreifende Möglichkeit, Daten sichtbar zu machen. Das sind die entsprechenden Packet Broker. Vom Begriff her, es gibt Firmen, Hersteller, Anbieter, die nennen ihre Packet Broker gerne Matrix-Switche. Die Firma Gartner hat irgendwann mal definiert, okay, da gibt es mittlerweile einige Anbieter im Markt, wir wollen da selber mal so einen magischen Quadranten aufsetzen, nicht magisch, den Gartner-Quadranten aufsetzen, wir müssen eine Klassifizierung herstellen. Diese Klassifizierung heißt, wir nennen diese ganze Produktgeneration Packet Broker. X ja selber, wir nennen sie NTOs, Net Tool Optimizer. Der Name leitet sich so ein bisschen aus der Funktionsweise ab, weil wir sagen, na, wir handeln ja nicht nur mit den Daten, sondern wir bereiten sie entsprechend so auf, dass sie wirklich jedem Tool einen Mehrwert bringen. Deshalb Net Tool Optimizer. Auf der linken Seite oben unsere kleinste Maschine, 5236, eine 24-Port-1- oder 10-Gig-Applikation. Darunter die NTO 5288, eine Maschine, die im Endeffekt 4 Slots beinhaltet, die ich modular bestücken kann, bis hin zu 100 Gig Support an der Stelle. Oder aber im Bereich 10 Gig kann ich schon 64 Ports entsprechend aufschalten. Wenn man sich in die Mitte bewegt, oben Vision One, unser absolut neuestes Modell. Das haben wir Anfang des Jahres weltweit announced und den Kunden zur Verfügung gestellt. Das ist eine Maschine, die allein schon 64 Ports auf einer Höheneinheit anbietet, komplett RZ-zertifiziert, das heißt ausfallsicher oder nein, redundante Fans, redundante Netzteile, alles zertifiziert für den Rechenzentrumbetrieb. Und dort habe ich quasi ein Capacity-on-Demand-Modell. Das heißt, in dieser Maschine sind alle Möglichkeiten enthalten, Daten aufzubereiten, die Filter zu setzen. Ich schalte nur noch frei über einen entsprechenden Software-Schlüssel bzw. Lizenz-Key. Das heißt, in dieser Maschine können Sie quasi alle Funktionalitäten, die ich vorhin dargestellt habe, Visibility, Sichtbarkeit über die entsprechenden Filter, Geo-Geschichten etc. pp. Einschalten, ohne dass Sie in der Maschine etwas installieren müssen. Es wird einfach nur eine entsprechende Firmware, eine entsprechende License-Key implementiert und die Maschine stellt die Leistung zur Verfügung. Ganz rechts in der Maschine, na, da kommen wir gleich zu, da habe ich noch ein separates Bild. Also unser neuestes Produkt, wahnsinnig attraktiv und ja, hat schon den Markt so ein bisschen was Intelligenz anbelangt, neu aufgemischt. Ganz rechts oben unsere NTO 7300, im Endeffekt ein Carrier-Grade-Modul. Das heißt, hier können Sie bis zu 384 Ports installieren, die dann Autosensing im Bereich 1 bis 10 Gig anschließbar sind. Schon 96 40 Gig Ports oder 12 mal 100 Gig ist im Endeffekt eine Maschine, die quasi ein Chassis darbietet und Sie sehen hier, sie ist voll installiert mit insgesamt 6 Einschüben. Hier kann ich alles machen. Ich habe bis zu 3,8 Terabyte in der Backplane zur Verfügung und all unsere Ports bieten netto Line Speed. Das heißt, wenn wir sagen, wir möchten ein Tool an oder ein Tool anschließen, was 10 Gig hat, dann stellen wir auch 10 Gigabit zur Verfügung. Das heißt nicht irgendwie Brutto-Netto-Rechnung und es sind dann im Endeffekt wirklich nur 4, irgendwas, sondern wir sagen wirklich Line Speed. Darüber hinaus haben wir verschiedene Möglichkeiten, unsere Produkte miteinander reden zu lassen. Ja, Kunden mit verteilten Rechenzentren haben die, ich sag mal, den Bedarf, dass Rechenzentrum 1 mit Rechenzentrum 2 reden muss. Dafür haben wir entsprechend auch die Technologien, um ich sag mal, ein Distributed Model anzubieten. Das heißt, die Maschinen unternehmensweit auf dem Campus oder auch ich sag mal, in verschiedenen Geolocations entsprechend miteinander zu verbinden. Und hier ist es nicht nur so, dass wir sagen, die Visibility steht im Vordergrund, was in Rechenzentrum 1, ich sage Hamburg, im Rechenzentrum 2, Frankfurt passiert, sondern wir können auch sagen, der Netzwerkport in Hamburg wird auf einen Toolport in Frankfurt gespiegelt und dort steht entsprechend das Tool, um die Daten, die aus Hamburg kommen, zu analysieren. Das heißt, wir haben hier einen Endeffekt über den Campus hinaus Intelligenz eingebaut, um Daten ja, innerhalb ihrer Reichweite und ihres Bedarfs entsprechend zu analysieren.
Da sind die Packet Broker einfach mal als gesamtheitliches Bild dargestellt. Ich sage einmal, von ganz klein bis ganz groß können wir dort alle Bereiche abdecken. Mir ist noch kein Projekt untergekommen, wo wir keine Lösung an der Stelle hätten. Division One, ganz kurz im Detail. Sie sehen, die drei Bleche vorne beinhalten die 48 Ports für 1 oder 10 Gig. Rechts haben wir 4x40 Gig, ja, sodass die Maschine also 1, 10 oder 40 Gigabit betrieben werden kann. Wenn Sie kein 40 Gigabit Netzwerk haben, Sie brauchen mehr Ports, kann ich hier mit entsprechenden Y-Kabeln oder Fanout-Kabeln bis zu 16x10 darstellen, sodass ich dann auf einer Höheneinheit 64 Ports, 1 oder 10 Gig zur Verfügung stellen kann. Wie gesagt, alles redundant. Ich bin NEPS zertifiziert. Ich habe SSL Protection mit drin, ich habe die Packet Inspection mit drin, ich kann Metadaten generieren, Netflow-Daten generieren, etc. pp. Das heißt, diese Maschine ist an für sich genau das Richtige für Kunden, die den Bedarf haben, auf der einen Seite Netzwerkinfrastruktur, also Visibility-Infrastruktur sich anzulegen und auf der anderen Seite ihre Tools mit den entsprechenden Daten zu bestücken. Das Thema Geo ist angesprochen worden. Wir verstehen darunter etwas, das nennt sich ATIP, Advanced Threat Intelligence Processor. Was ist das? Es ist im Endeffekt ein Steckmodul, wie unten aufgeführt, für den NTO 7300 oder, was ich sagte, eingebaut als Paket direkt in der Vision One drin. Ich habe Deep Packet Inspection. Was kann ich damit machen? Hier mal das Dashboard von diesem ATIP-Modul dargestellt. Ich kann ganz genau sehen, was ist bei mir im Unternehmen los. Sagen wir mal ganz unten links, mit welchen Browsern wird gerade im Unternehmen rumgesurft. Und nicht nur, dass ich sagen kann, welcher Browser, sondern auch welcher Browser auf welchem Betriebssystem und nicht nur welches Betriebssystem, sondern welches Betriebssystem auf welchem Device. So, dass ich also genau zu verfolgen kann, wie sieht gerade die Auslastung aus, welche Tools sind aktiv. Wir haben hier zum Beispiel in der Mitte in dem Bild, ja, Amazon, Netflix, Bing, also im Endeffekt über die Protokolle im Netzwerk kann ich ganz genau definieren, welche User mit welchen Devices, welche Applikationen, wie lange, mit welcher Ausnutzung im Netzwerk benutzen. Recht interessant, dass man diese Daten natürlich auch, ich sag mal, für Werbezwecke nutzen kann. Ja, also im Endeffekt ein Lebensmitteleinzelhändler könnte all seine Filialen zusammenschalten und sehen, wie viele Benutzer haben iPhone 6, stehen vor welchen Regalen, benutzen welche Applikationen, konzentrieren sich auf das Kaufen oder chatten sie gerade nur. Also durchaus Möglichkeiten, auch das Konsumverhalten damit entsprechend zu analysieren. Und ja, das ist im Endeffekt Advanced Threat Intelligence. Das heißt, dort kann ich, wie gesagt, nicht nur diese Geräte gucken, Browser, Applikation, sondern ich weiß natürlich auch, aus welcher Location, also Geolocation, kommen entsprechende Daten oder gehen entsprechende Daten hin, sodass ich dann auch sagen kann, so meine meiste Auslastung ist in Deutschland, aber das zweitgrößte Land oder das Land mit dem zweitgrößten Datenvolumen ist zum Beispiel Amerika. Oder ich habe Werke in China und kann entsprechend sehen, wie viele Daten kommen von dort oder gehen in das entsprechende Land. Das ist ATIP. Ich muss das Dashboard nicht benutzen. Ich kann diese komplette Funktionalität in die Filter der NTOs implementieren und dort entsprechend auswerten, sodass im Endeffekt dann nur die Daten auch wieder dann zu den Tools wandern. Ich sage mal im Bereich Security, Firewalling etc. pp. eine Rolle spielen können. Das letzte Thema, was ich ansprechen möchte, ist das Thema iXSecure, also im Endeffekt unsere Sicherheitslösung. Ich hatte bei Test bereits angesprochen, wir haben ein Produkt, was hier in Security reingehört, ist die sogenannte Breaking Point, das heißt das Testen von Firewalls, was durchaus sinnvoll ist, das ab vorn zu machen, bevor neue Versionen getestet werden. Ich habe ATIP gerade angesprochen, ein weiteres Produkt, was in den Bereich Security, also Packet Broker und Security reinpasst. Wir haben ein eigenes Team, das heißt, alle, ich sag mal, geblockten Geschichten, die NX ja über ihre Appliances anbietet, werden in sogenannten Repsheets dokumentiert. Das heißt, Sie sehen ganz genau, welches Paket wurde, warum, eine ausführliche Beschreibung, entsprechend nicht in mein Netzwerk reingelassen. Dadurch, dass wir in diesem ATIP-Team alles wissen, das heißt, wir wissen alles über malicious Software, über hijacked Software, hijacked IPs, unregistered IPs, diese non-relevant regions, also Geo-Geschichten, wissen wir ganz genau,
wie verhält sich, ich sag mal, eine Attacke, eine DDoS-Attacke, wie verhält sich eine Hijacked-Attacke, wie verhält sich ein Botnet? Dadurch, dass wir alle IP-Adressen haben und täglich ja neue dazukommen, die dann in unsere entsprechenden Datenbank implementiert werden, bieten wir unseren Kunden in diesem ATIP-Umfeld oder auch, wo ich jetzt drauf komme, ThreatArmor, die Möglichkeit, diese Datenbank, das heißt diese Updates, zum Beispiel alle 5 Minuten zu empfangen. Das heißt, sie sind, ich sage einmal, Mark Zuckerberg bringt ein neues Produkt raus mit neuen Protokollen, wir kriegen das sofort mit, implementieren es, das heißt 5 Minuten später, nachdem eine App über einen App Store runtergeladen werden konnte, weltweit zur Verfügung gestellt wurde, haben Sie die Protokolle schon bei sich implementieren und können analysieren, ob das, ich sag mal, Ihr Netzwerk beeinflusst oder nicht. Man muss es nicht alle 5 Minuten natürlich einstellbar, reicht auch ein, zweimal am Tag, ich sag mal, wenn ich in nicht ganz so sicherheitsrelevanten Geschichten unterwegs bin. Hier, ThreatArmor, habe ich wirklich die Möglichkeit, eine Appliance, eine Frontline of Defense einzuschalten. Das heißt, diese Appliance kommt vor Ihre Firewall, blockt all das weg, was im Bereich Malicious Software, Hijacked IPs, Botnetze, Geogeschichten für Sie nicht relevant ist. Was meine ich damit? Wenn ich das Datenvolumen, was aus dem Internet zu Ihnen ins Unternehmen kommt, schon mal um den Bereich 10, 20, 30, 40% reduzieren kann, können sich die Mitarbeiter in meinem SOC, also in meinem Security Center, entsprechend auf die Sachen konzentrieren, die wirklich relevant zum Betrachten sind. Das heißt, ich reduziere hier massivst diese False-Positive-Geschichten, wo eine erhebliche Anzahl an Manpower, an Zeit benötigt wird, um die zu eliminieren. Das zweite Thema, ich bin also nicht nur inbound tätig, um diese Geschichten zu reduzieren, sondern auch outbound. Das heißt, Botnetze, schon betroffene Rechner in meinem Unternehmen, werden durch diese Appliance automatisch ebenfalls geblockt. Warum? Weil wir wissen, gegen welche Server sich diese Botnetze im Internet verbinden wollen und da stellen wir halt keine Verbindung her. Zusätzlich können Sie entsprechend alles an Whitelists erstellen, an zugelassenen IPs, die Sie im Unternehmen haben wollen. Ich sage mal, Sie sind Dienstleister, es schalten sich Third-Party-Firmen bei Ihnen auf, die haben natürlich dann über eine Whitelist entsprechend nach wie vor Zugang. Und ja, auch diese Appliance hier datet sich halt n-mal am Tag ab, sodass Sie immer die neuesten Bedrohungsszenarien hinterlegt haben, damit die nicht im Endeffekt in Ihr Netzwerk reinkommen. Die Business Benefits, die wir haben, im Endeffekt kann man sie in 3 Sachen kategorisieren. Ich habe auf der einen Seite eine Kostenreduktion, das heißt, ich kann bestehende Tools besser ausnutzen. Ich kann sie eventuell länger laufen lassen, muss nicht immer ein sofortiges Update machen. Ich kann durch den Einsatz einer Visibility-Infrastruktur und den Einsatz der Packet Broker Trainingsaufwand reduzieren, weil ich immer das gleiche Vorgehen habe. Das heißt, ich habe eine Standardisierung, wenn ich Tools im Unternehmen einführe oder update. Ich brauche keine Downtimes mehr hinzunehmen. Das sind im Endeffekt alles Themen, die, ich sag mal, in Richtung Kostenersparnis gelagert sind. Ich habe eine Effizienzsteigerung. Das heißt, ich bin immer online, ja, und ich kann alles mit Line-Rate machen. Das heißt, ich kann wirklich meine Tools besser auslassen, indem ich einem 1-Gig-Tool wirklich auch 1-Gig-Daten zur Verfügung stellen kann. Ich kann eine schnellere Fehlersuche zulassen, indem ich gewisse Dinge automatisiere, zum Beispiel mit ATIP oder mit der ThreatArmor. Ich kann Inline-Security herstellen. Ja, ich habe entsprechende Tabs, um Firewalls parallel zu betreiben. Ja, 3 Firewalls, 2 sind immer aktiv, eine fällt aus, die zweite wird automatisch eingeschaltet. Fällt alles aus, wird mein Netzwerk geblockt oder aber, ich sag mal, wer mir im Internet Geld verdient, wird entsprechend offen gehalten. Das heißt, dort können wir Regeln hinterlegen, um Ihnen das Leben leichter zu machen. Ich brauche es nicht mehr so im Scope zu haben. Das heißt, ich habe eine höhere Effizienz an der Stelle. Und ich habe natürlich eine erhöhte Sicherheit im Unternehmen. Das heißt, all unsere gerade vorgestellten Appliances, Packet Broker, Lösungen sind absolut sicher und planbar. Sie sind mandantenfähig. Das heißt, Sie brauchen nicht im Endeffekt für jede Abteilung einen Packet Broker kaufen, sondern können sagen, eine Portgruppe, ich sage mal Port 1 bis 7 gehört HR, Port 9 bis 18 gehört Manufacturing und weiß nicht, 19 bis 23 Marketing. Und die entsprechenden Usergruppen lassen sich einrichten. Das heißt, ich kann hier eine Maschine für mehrere Abteilungen nutzen. Und bin nach wie vor sicher und habe sie untereinander auch gar nicht mehr verschaltet. Ich bin SSL-fähig. Ich
und brauche keine Spendbots mehr benutzen, habe damit also eine höhere Transparenz im Netzwerk und eine geringere Fehlerquote, weil keine Paketverluste mehr da sind. Oder aber auch ich Pakete sehe, nach wie vor sehe, die sonst auf einem Switch eventuell durch irgendwelche Drops oder ECC-Geschichten gar nicht erst sichtbar sind. Und ich bin betriebsratsicher. Ja, ich kann Voice-over-IP-Daten analysieren, ich kann diese ganzen Geschichten mit Masking machen, Kreditkartendaten etc. pp., weil ich es einfach unkenntlich mache. Das heißt, ich habe die Daten nach wie vor im Scope, kann sie betrachten, analysieren, aber ich habe sie anonymisiert, sodass ich also keine Rückverfolgung habe auf, ich sag mal, die persönlichen Angelegenheiten im Unternehmen. Wird vom Betriebsrat immer sehr gern angeführt an der Stelle. Kommen wir zur letzten Folie, einfach mal als Summary. Eine Ixia versteht sich heutzutage als Full-Service-Anbieter im Bereich Test, Security und Visibility. Das heißt, vom mobilen Endgerät über Endpunkte im Netzwerk, Data Center, Cloud, virtuelle Geschichten finden wir uns zu Hause. Wir haben Produkte für alle Plattformen im Bereich Test, im Bereich der TAP-Technologie, also der Basis Security Visibility Infrastruktur. Wir haben die ganzen MTOs in verschiedenen Ausprägungen und wir haben entsprechende Sicherheitsmechanismen, ThreatArmor, ATIP, Breaking Point, wo wir einfach helfen, unsere Kunden auf einen, ich sag mal, langfristigen, sicheren und planbaren Weg im Umgang mit, ich sag mal, immer komplizierter werdenden Infrastruktur im Rechenzentrum zu bringen. Ja. Damit übergebe ich gerne das Wort wieder an Herrn Greisel und ja, stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Danke, Herr Lukas. War wirklich jetzt sehr informativ und beeindruckend. Wir haben auch schon ein paar Fragen mit reinbekommen. Also nochmal für die, die Fragen stellen wollen, im Chatfenster rechts bitte diese eingeben oder auch reinschreiben. Sie wollen gerne das Mikrofon freigeschaltet haben, dann können wir auch direkt miteinander reden. Aber die Frage, die oder die Fragen, die jetzt schon mal drin liegen, zum Thema ITIP, werden dort die Daten real-time angezeigt oder auch für einen gewissen Zeitraum abgespeichert? Nein, es ist ein reines eine reine Online-Geschichte, das heißt, die Daten werden nur angezeigt. Okay, also eine Datenspeicherung könnte über die angeschlossenen Tools erfolgen, also wenn irgendwelche Recorder-Funktionen gewünscht sind. Wir selber haben nur einen kleinen Puffer, ich sag mal, der 1, 2, 3 Sekunden hält für Überkapazitäten im Netz, aber wir haben keinen Aufzeichenmechanismus drin. Ja, dann die weitere Frage zu ThreatArmor. Und zwar gibt es dort bereits irgendwelche Zertifizierungen, man nennt hier auch BSI als Beispiel. Das haben wir nicht. Es ist also eine reine Layer 3 Appliance, das heißt, alles ist IP-basiert. Wir machen keine Aktionen. Das heißt, in dieser ThreatArmor zeigen wir nur Daten an, wir blocken und über entsprechende Log-Mechanismen könnten diese Geschichten dann verteilt werden. Nein, eine dedizierte BSI-Zertifizierung oder Bundeswehr-Zertifizierung haben wir an der Stelle nicht. Ja, das wären jetzt die aktuellsten Fragen, die reingekommen sind. Weitere Fragen sehe ich jetzt auf dem Bildschirm nicht. Jetzt gucke ich nochmal hier unter Fragen mit rein. Nee. Ja, dann wollen wir Sie auch nicht länger strapazieren und ich danke dem Ernst Hillerkus für die Präsentation.